willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch für den Krone-Profiliner einen Skin vorstellen, den ich richtig rattenscharf finde. Warum finde ich den rattenscharf? Weil es den einfach immer wieder zu sehen gibt und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade. Nämlich, wir haben einen Graffiti-Skin. Das zeige ich euch jetzt hier mal anhand des Profiliners. Da ist er ja, von STS. Ne? Und da haben wir diesen Metzger, das ist so eine Leasing-Firma, Trailer-Leasing-Gedönsfirma. Und da gibt es den Graffiti-Edition. So, wenn ich den jetzt mal anklicke, dann guckt euch dieses Geschmiere doch mal an. Also die haben hier irgendwelche Rotz-Grippe-Inszene, Hundsfrecken, Rotzläffin haben auf diesem Trailer ganz schön drauf geschmiert. Man kann es eh nie lesen, was es ist. Und deshalb finde ich es sehr, sehr schade, dass die Jungs das immer machen. Warum auch immer. Und das finde ich sehr schade. Ne? Und das sieht man hier sehr schön. Der Trailer ist also ein bisschen hingehunzt. Rost und, wie schon gesagt, dieses Graffiti auf diesen Metzger-Leasing-Trailer. Es gehen hier noch ein paar so Flicken drauf. Warum sind Flicken? Weil irgendwie so Planschlitzer unterwegs waren. Die wollten sehen, was ist da drin. Genauso hinten am Heck, an der Tür. Total versifft. Die Kiste, die gehört mal ins Waschanlage-Gedöns. Oder. Und naja, den Skin finde ich jetzt richtig geil. Und den will ich euch jetzt hier nochmal vorstellen. Also wir starten jetzt hier mal mit dem Diesel los. Und dann gucken wir uns das nochmal ein bisschen an hier. Also hier sieht man es nochmal ganz schön. Das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass der so mir zu viel reflektiert. Also da müsste man vielleicht mal am Alpha-Channel arbeiten. Weil so ein Plane-Trailer, der, wie man es hier sieht, der funkelt nicht. Der ist matt. Aber egal. Jetzt mal unabhängig von diesem Ding hier. Sieht halt sehr realistisch aus, weil wenn ich mir so einen Trailer mal im Industriegebiet übers Wochenende stelle, weil ich den gerade nicht brauche und ich fahre mit der Zugmaschine nach Hause, was passiert? Kommen halt irgendwelche Hanswursten und müssen meinen Trailer beschmieren. Ne? Oder Planschlitzer oder. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schade, dass es sowas gibt. Aber so ist nun mal die Realität. Haben wir ganz, ganz oft, ne? Dass irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind und die machen dann hier den ganzen Trailer im Arsch und gucken, was ist da noch drin und kann man da was klauen und zapzarab und solche Geschichten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schade, auch für den Unternehmer, denn mit einem eigenen Trailer oder egal, ob das jetzt auch ein Miettrailer ist, egal, will man einen guten Eindruck machen bei der Firma, wo man hinkommt, um seine Ware abzuholen und dann kommt man mit so einem versifften Trailer an. Das macht natürlich kein gutes Bild. Nicht gut für den Ruf des Unternehmens und naja, sieht halt nicht schön aus. Ne? Deshalb, ja, aber so ist nun leider die Realität, sieht man immer öfters. Und ja, vielen Dank für die das Abo, die ich gerade erhalten habe, falls ihr es lesen konntet. Also hier nochmal dieser Skin für den Original-Krone-Trailer. Habt ihr noch Fragen dazu, dann einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da, finde ich nämlich echt stark. So ein Skin ist mal wieder was Neues, was anderes und sieht halt einfach schick aus. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, Fragen, kommentieren, Daumen da lassen, Abo vom Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Krone-Metzger-Leasing-Trailer, der total versifft ist. Ne? Also ein versiffter Trailer-Skin in diesem Sinne. Macht's gut, bis bald und ciao.